Hier hätten wir schon mal. Oh oh. Ein Ferrous Lockstone, den wir benutzen. Okay. Könnten. Weg mit dir. Weg mit dir. So, hier ist die Statue. Vision of Boss. Wer bist du? Bist du der Vendrick-König? Oder bist du ein älterer König? Parrying Dagger. Und komm schon, Stab. Komm schon, Stab. Twin Blade. Das wäre der Parrying Dagger. Für die linke Hand gedacht zum Parieren, ja. Drinleg Sword, Great Sword, Skimitar, Mailbreaker, Twin Blade. Von den Drinleg Rittern benutzt. Mit deinem dekorativen Design. Ach, das ist eine Zwielilie. Also ein Stab mit zwei Spitzen, jeweils an den Enden. Try two-handing rear. Was? Das könnte die Frau sein von dem König. Das hier ist alles leer. Oh, noch eine Kiste. Komm schon, Zauberstab. Komm schon, Zauberstab. Bone Stuff. Ja. Problem ist nur, wir können es jetzt nicht direkt vergleichen, weil das eine aufgestuft ist und das andere nicht. Ja, viel weniger Magie. Dafür Counter Strength und Poise Damage ist höher. Also ja, wir können damit besser angreifen und parieren. Weiß ja nicht. Also müssten den Bone Stuff dann auf plus 3 bekommen, um zu gucken, wie viel der bringt. Also müssen wir nicht direkt. Wir können hochrechnen. Wir können gucken. Er hat jetzt 95 und wenn wir es dann zum Schmied bringen, dann sehen wir ja, wie viel es wäre, wenn wir es einmal aufstufen. Und den Unterschied nehmen wir dann mal 3 und dann vergleichen wir es mit dem Stab hier. Trotzdem schon mal schön, überhaupt eine Auswahlmöglichkeit zu haben. So, für dich haben wir keinen Ferrous Lockstone. Das ist schade. Das heißt, das müssen wir uns merken. Was schon mal schwer wird. Und hier bräuchten wir jetzt irgendwo noch eine Verbindung zur Bastille, oder? Unten haben wir schon eine zum Schmied. Jetzt hier noch irgendwo zum... Ah, ja. Genau, da unten ist der Weg zum Schmied. Will ich da jetzt hin? Nö, nicht wirklich. Eigentlich will ich gucken, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Weil danach kann ich das Gebiet abhaken. Was nicht so wirklich gut ist. Quite something ahead. Nix, da ist nichts hinter, weil ich... Ah, ich hasse diese Nachrichten. Oh, hier ist was hinter. Du stellst dich nur doof an. Nein, tue ich nicht. Shortcut but pointless. Ja, das ist richtig. Wir wollen nämlich nicht dahin zurück. Also es hängt wohl hier an dem Ferrous Lockstone. Wir haben momentan aber noch keine Möglichkeit, an neue Lockstones ranzukommen. Was ein wenig ärgerlich ist. Weil die, die wir kaufen konnten, haben wir schon gekauft. So, das heißt hier, da ging es nicht weiter. Hier die Fackel zünde ich mal kurz an. Mach hier vorne Licht. Genau hier. Hier hatten wir schon. Ne? Ja. Hier hatten wir schon und hier geht es zurück zum Schmied. Oder nach oben zurück, dahin, wo der Weiße Ritter war. Also in dem Gelände.
Das heißt, hier in der Bastille haben wir jetzt nur noch den Boss. Wir haben 11.000 Seelen. Es wird nicht reichen, um spontan stärker zu werden als die Klerikerin. Das heißt, ich reise jetzt nach Majula und gucke mal beim Schmied, wie stark der Knochenstab besser wird, wenn man ihn einmal aufstuft. Und dann rechne ich hoch und dann werde ich einen von den beiden Stäben noch weiter hochstufen. Und zwar mit den großen Splittern, auch wenn wir davon nicht so viele haben. Und hier liegt ja Loot rum. Life Gem, 3 Stück und Seelen. Sehr schön. Hallo du. Reinforced Weapon. Dich. 9. Das ist nicht viel. 9 mehr. Das heißt, 9 mal 3 wären 27 mehr. Wären 122 gegen 145. Nö, das Ding ist doof. Oh, warte. Ich habe gar nicht auf die Boni unten links geachtet. Der hier hat magischen Boni C und Dunkelheit müsste das sein. Genau, Dunkelheit auch C. Der hier ist für Dunkelheitszauber wichtig. Davon haben wir noch gar keine. Aber wenn wir irgendwann mal auf Dunkelheit gehen sollten, wäre das eher unser Stab. Aber ja, momentan nicht. Das heißt, wir stufen den hier auf. Mit Large Titani Charts. Reinforced Weapon. Den da. Ja. Und wir stufen nochmal auf. Ja. Und jetzt fehlt ein Chart. Und zwar ein großer. Können wir den großen hier kaufen bei dir? Ganz bitte, bitte. Nein, du hast nur den kleinen. Mist. Kauf mal ein paar von den kleinen. Und stuf bitte die Rüstung auf. Und zwar den Helm, den wir noch eine lange Zeit tragen werden, weil er einfach die Dropchance von Gegenständen erhöht. Den können wir aufstufen, dass er ein bisschen mehr aushält. Ist nicht viel, aber jedes bisschen hilft. So, jetzt bräuchten wir Ladestiefel nicht, das will ich nicht. Okay, leave. I'll be around, if you make it back. Also unser Stab ist schon mal stärker. Wir sind aber noch nicht stärker. Benutze dich. Benutze dich. Benutze dich. 14.000. Und jetzt steigern wir stur in, damit wir mehr Schaden machen gegen die Klerikerin. Ja, ich denke schon. Bearer of the seek lest this. Level up. 2-mal mehr. Erhöht Casting Speed, erhöht magischen Bonus um 3 Punkte. Verteidigung gegen Magie. Was wir eigentlich bräuchten, wäre Schutz gegen Lightning. Was steigert das? Nichts. Doch, Glaube. Ja. Nee, wir wollen keinen Glauben. Talana ist nicht so mit Göttern. Die will höchstens selber einer werden. Wie ich ja auch in jedem Spiel. Das heißt, wir müssen irgendeinen Ausrüstungsgegenstand finden oder einen konsumierbaren Gegenstand, der den Schutz erhöht. Also, mehr Schaden. Bam. Oder das ist eine Feder, die sie in der Hand hat. An ihrem Gürtel hat sie ja auch eine Feder. Fragen über Fragen. Menno. Okay, wir könnten es jetzt versuchen, stur nochmal zur Klerikerin hinzulaufen. Oder wir gucken uns einfach nochmal um in anderen Gebieten. Weil ich wollte ja eigentlich schön Schritt für Schritt alles abklappern. Ich wollte nicht so voranstürmen. Und wir haben jetzt schon recht viele Gebiete freigeschaltet, ne? Also wir könnten in Things Betwixt zurück und da diese großen Viecher nochmal töten, um zu gucken, ob da irgendwas war. Hier im dritten Gebiet hatten wir nichts gefunden, außer, glaube ich, eine Tür und einen Baum. Für uns noch uninteressant. Hier drin, wir könnten hier durchrushen. Also wir könnten ganz an den Anfang gehen
und mit unseren neuen Zaubern, unseren neuen Int uns da durchprügeln, weil die bringen halt recht viele Seelen. Und wir könnten dann zu dem Gebäude hier uns durchkämpfen und gucken, ob der Ritter da was Neues zu uns zu sagen hat. Jetzt, wo wir ja schon ein paar mehr Gebiete erschlossen haben. Vielleicht müssen wir irgendwas Besonderes machen, damit er uns als würdig erachtet. Ich glaube, das mache ich. Einmal hier hin. Einfach nur, um zu gucken, wie stark jetzt der Unterschied ist. Also jetzt, dadurch, dass wir den Stab erhöht haben, um 2 Aufstufungen und unsere Int gesteigert haben. Ich benutze also ganz normale Seelenpfeile. Ganz normale Seelenpfeile. Guck mal, wie viele ich davon brauche. Bei einem von euch. 1, 2, 3. Vier. Fünf. Sechs. Ist jetzt irgendwie nicht so beeindruckend. Aber vielleicht sollte ich eh mit den Größeren arbeiten. Wir sind ja nur hier, um zu farmen. Das heißt, wir müssen nicht effektiv mit unseren Zaubern umgehen, weil wir ja eventuell einen Boss vor uns haben. Den Boss hier haben wir ja schon weg. Sogar beide. Das heißt, wir können ruhig die ganz großen Geschütze von vornherein benutzen. 1, 2, 3, 4. Das ist schon der stärkste Spruch, den wir haben, ne? Das hier ist der normale Greater Soul Arrow. Das hier ist der Heavy Greater Soul Arrow. Und selbst davon brauchen wir noch 4. Also ja, wir sind nicht so viel stärker geworden, dadurch, dass der Stab erhöht wurde und wir ein bisschen mehr Int haben. So, spam, spam, spam. Du bist weg, aber du bist eh ein Zweihänder gewesen, du bist nicht stark. Aber warte mal, ihr kommt mal bitte mit in eine andere Richtung. Ich habe keine Lust, da hinten zu kämpfen, dann falle ich nur wieder rückwärts irgendwo runter. Hier ist überall schön Balustrade. Hier können wir kämpfen. So, hau mich. Weg. Hier ist nichts. Okay. Ein Greatsword. Ja, wir wollten auch noch gucken nach einer Waffe eventuell, die wir dann verzaubern, falls unsere Sprüche mal ausgehen. Aber ich weiß nicht. Gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt auf eine Waffe zu wechseln. Dementsprechend bräuchten wir auch wieder mehr Stamina, um öfters zuhauen zu können und so weiter und so weiter. Und ich denke nicht, dass wir selbst mit einer magischen Waffe mehr Schaden machen, als mit unseren großen Geschossen hier. Na komm, hau mich. Ja, wenn wir da unterbrochen werden, ist nicht so gut. Ich wollte nur mal testen, wie das gegen das Schild funktioniert. Und es funktioniert nicht so gut. Also, Waffe streichen wir erstmal. Das machen wir später, wenn wir genug Seelen über haben. Dann suchen wir uns eine Waffe aus, die nicht allzu viel Stärke oder Dexterity braucht. Skillen wir genau dahin, dass wir sie benutzen können. Und dann reicht das erstmal. Und das ist dann unser Backup-Plan. Rüstungen. Wir werden nie ein Ritter sein. Wir werden nie in Vollplatte rumlaufen. Ich könnte also alle Rüstungen verkaufen. Das müsste einiges an Seelen geben. Was spricht dagegen? Dagegen spricht, dass ich gerne alles sammle. Aber wir brauchen es nicht. Also ich glaube, da werde ich mich einfach überwinden müssen demnächst. Und dann wieder zu dem Zwerg gehen, wenn er dann noch da ist. Und da das alles verkaufen. So, und weg. 6400 Seelen. Das reicht, glaube ich, nicht mal für einen Stufenaufstieg. Also so leicht mit dem Grinden wird das auch nicht. Also ja, wir könnten jetzt 12 Mal hier durchrennen, alles töten. Da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Aber halt nicht so auf die Schnelle.
Und ich würde eigentlich ganz gerne die Klerikerin besiegen. Weil dadurch kommen wir in ein weiteres quasi Startgebiet. Also wir hätten ja von vornherein auch dahin gehen können. Wir hätten mit der Klerikerin gesprochen, nachdem wir hier den einen Drachenritter getötet hätten. Wären dann zurückgegangen zu dieser Zweigstelle. Wir hätten hier 2000 Seelen gegeben und hätten da weitermachen können. Anstatt hier weiter zu kämpfen gegen die Steinritter und dann runter zu gehen in die Bastille und so weiter und so weiter. Also das Gebiet da müsste eigentlich auch recht einsteigerfreundlich sein für uns.